Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play sozusagen von Boxhead 2. Das ist auf jeden Fall der falsche Modus. Tut mir schnell leid. Ich mache hier schnell Quit. Hier back to Menü. Deathmatch, Interstellar, Singleplayer. Naja, ist egal auf jeden Fall. Ist hier der Ton aus? Ja, hier ist der Ton aus. Es tut mir ganz schön leid. Ich weiß, ich muss das eigentlich vorher machen, aber ich hab das jetzt nicht. Ich hab das jetzt nicht kontrolliert. Close, Controls, Sorry kurz. Chance. Ja, heute machen wir es. Also machen wir neu. Oh nee. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Boxhead, also Let's Play sozusagen, Boxhead 2. Ja, und wie ihr seht, Level 1 hier. Ich weiß nicht, ob ich eine Runde soll oder in einem Let's Play oder ob ich soll zwei Runden machen in eine Runde in zwei Let's Plays. Also ja, egal, jetzt das eher für das Erste. Haben wir gleich eine neue Waffe. So, hier haben wir die Uzi jetzt. Oh, das war ziemlich schlecht. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich mache natürlich das Ganze nicht. Wir machen hier den Fall heute nochmal ein bisschen eine längere Folge. Wird das wahrscheinlich sein. Ich bin so dumm, was das jetzt gerade passiert bin. Ich bin eigentlich besser, aber sobald ich aufnehme oder irgendetwas so mache, bin ich schlecht. Wahrscheinlich passiert das bei anderen auch so, wenn ihr mit dem Handy irgendetwas aufnehmt. So. Level 2, wie ihr sehen könnt schon, aber das ist natürlich nichts bei Boxhead. So, jetzt habe ich die Shotgun. Das ist übrigens bei Boxhead schon meine Lieblingsknarre, auch wenn sie erst die dritte Knarre ist in diesem Spiel. Ist sie trotzdem, also ist sie dennoch meine Lieblingsknarre. Hier ist die Shotgun, weil die ist mit einem Schlag kaputt. Sind die. Und wenn wir später diese Shotgun so upgraded haben, also wenn wir sie upgedatet haben, dann schießt sie wie eine Maschinenpistole. Also sie schießt so, das ist ziemlich gut, auch wenn ich die Zombies killen will, dann, und es sind viele auf der Map drauf, dann kann ich einfach durchlaufen und einfach Leertaste drücken und dann kille ich somit alle Zombies und das finde ich ziemlich gut. Ich will noch selber etwas sagen. Zum Let's Play machen. Viele kommen nicht raus, was ich hier ja vorhabe. Ich habe vor, ein richtig guter Let's Player werden. Ja. Ja. Was gibt's noch?
Da ist sie jetzt schon ein bisschen besser, die Shotgun. Hier habe ich noch schnell die gekillt. Hier noch der Zombie habe ich auch noch gekillt. Ja, mein bestes Score ist gewesen, glaube ich, mit meinem Freund. Da habe ich 50 Millionen oder 5 Millionen, ich weiß nicht mehr genau, geschafft. Und das ist schon ziemlich gut für dieses Spiel. Aber jetzt sind sie noch kein bisschen gut. Die Zombies auch sind langsam, sind nicht viele, sie schlagen nicht. Also schlagen schon, aber nicht so schnell. Die Teufel kommen nicht so viel, sie haben schießen, wenn, hier ist sie jetzt, Shotgun, die schießt ziemlich schnell, also wie eine Maschinenpistole. Die Teufel kommen und schießen nicht so schnell, also nur so einzelne Ballonen. Später werden sie dann Doppelballonen und viel schneller schießen, also so, so, ich zeige das jetzt euch mal, wie es jetzt schon geworden ist, und wir sind ja erst Level 4, 5 oder so. Also wie ihr seht, wenn er nach ist, dann schießt er schon viel, wie jetzt zum Beispiel. Aber ja, das ist bis jetzt noch kein Thema, also nicht schwer oder so. Aber trotzdem, dass ihr wisst, wie es später wird. Jetzt habe ich gerade ziemlich viel freigeschaltet und ziemlich viele Päckchen liegen hier rum. Ja. Gibt es noch zu sagen? Ich bin selber noch nicht erwachsen. Aber ja, das, ich wohne noch bei meiner Mutter, aber ich ziehe irgendwann mal schon aus. Also nicht so, dass ich mein ganzes Leben hier will, wohnen will oder möchte. Hier Rocket auch, nice. Aber bei Rocket ist es so, mein Problem ist bei Rocket Launcher, ich kann ihn schon beherrschen, aber wenn ich zu nah bin, so wenn die Leute zu nah sind, dann kann ich mich selber auch umbringen. Also ich verliere somit Leben auch, und das ist ziemlich schlecht. So, lege ich mal bei ein paar meinen Means. World's Shotgun nehme ich jetzt wieder mal. Die liebe ich einfach. Ich finde es einfach die unglaublichste, geilste Waffe, die es gibt bei diesem Game. Außer die Railgun, ganz später werden sie am geilsten abgedatet. Ich finde die sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, ihr wisst sonst alles über mich. Dieses Game findet ihr, wenn ihr im Internet Spelle eingibt, das S-P-E-L-E, und dann irgendwo oben in der Mitte, das sind alle Spiele dann, die könnt ihr gratis spielen. Und jo. Was sollte ich noch sagen? Ja. Ja, schon wieder keine Shotgun-Munition mehr. Scheiße, was mache ich jetzt? Uzi? Die ist nicht gut. Da, gut, hier hat es eine Lücke. Oh Gott. Alles mit der Uzi jetzt am. Uzi ist schon gut und auch schnell, aber ich finde, die ist. Es ist einfach ein Strahl. Wisst ihr, also. Ich kann mir nicht 20 auf einmal, sondern immer nur so 2, 3, 4, wisst ihr? Ja. Ah, hier Shotgun wieder, geil. Grenades, Barrels, Shotgun. Oh, Shotgun verpasst. Shotgun hier. Die hat jetzt 80 im Magazin drin. Ja, was gibt's noch zu sagen? Mehr nicht. Ah ja, die Teufel, die nehmen kein bisschen rückwärts. Oh, jetzt bin ich ja gestorben.
Auf jeden Fall, ich glaube, das war's schon mit einer Folge mit Boxset und wir sehen uns nächsten Samstag, glaube ich. Ja, nächsten Samstag mit Boxset. Ich weiß nicht, nächsten Samstag oder ob ich Mittwoch oder so noch eine Aufnahme machen soll. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag. Bye.